Kinder natürlich, wir, also nur die Kinder. Kinder küssen die Hände so ganz lange und flüssig sogar, um ein bisschen Scheine zu kriegen. Aber ältere Leute geben Bonbons, die wollen nicht, aber die Kinder wollen es überhaupt nicht haben. Bonbon ist sowieso in jedem Kiosk. Überall ist zu finden. Liebe Scheine. Weil es gibt PlayStation 2, PlayStation 3 sogar. Viele solche schöne Sachen, um zu kaufen. Was soll man mit einem Bonbon kaufen? Hier auf der rechten Seite ein Denkmal. Schauen Sie mal hier rechts, jetzt. Ja, in der Mitte. Der reitende Mann, Giasek, den Kirchhüste der Stadt erobert. 1200 hat er die Stadt von Oströme, Byzantinum erobert. Und noch rechts eine Straßenbahn, die Schiene. Kommt diese Straßenbahn aus Deutschland, aus Nürnberg, weil Nürnberg und Anteile sind beide Partnerstadt. Da waren wir ja schon. Davon gibt es drei Stück hier. 57, 58 und 60er Baujahre. Links ein Café, wo man nicht hingehen darf, weil gehört zum Militär, dürfen nur die Soldaten Militär da reingehen. Dafür muss man auch die Karte zeigen. Zivilleute, die sind die Rente oder die Verwandten von dem Militär. Vom Straßenbahn, ja. Vom Zell. Das ist diese Straßenbahn. Von Deutschland. Also, liebe Gäste, gleich hier auf der linken Seite, schauen Sie mal, ein Café heißt Café Point. Haben Sie gesehen, Chibo? Café Point Chibo. Jo. Antalya, der Blick auf die Altstadt. Jetzt haben wir noch alles gesehen, jetzt gehen wir raus. Da kommt noch mehr. Wunder.
Hallo. Kamera? Kamera. 10 Euro? Ja. Foto? Nee, Kamera. Okay, 5 Euro. Nicht dein Name, nee, nee. Ja, voll. Wenig voll. Antalya, der Hafen. Oui, oui, oui.
also von der Kapazität her, aber auch enorm. Also ich hier würde da haben wir ein bisschen Weg und zurück. Das kam schlecht, doch.